I didn't know there were monsters like that. Nothing like Allrest, for sure. They've got a rotten knack of healing themselves. Das habe ich alles auch schon gesehen. Almost like blades. I don't know, but maybe they're leftovers from the culture that created us. This is the architect's world. I guess nothing should come as a surprise. I wonder what kind of person he is. I didn't get to meet him. I mean, I have fragments of memories, blurred images. That's why I want to meet him. To create this awesome civilization. I can't imagine. Awesome? This? Huh? It's a heap of smashed up crap. Look at it. It was melted by a warhead or something. All that's buried here is the hubris of mankind. If the architect was born here, then he must be as flawed as any other. Huh. No different from you people of Allrest. Oder bei uns auf der Welt. Why do you hate us so much? What is it that you think we've done? Jin! That's... Titan, oder? Torna. Oh! Da ist der Torna-Titan. Oh, verdammt! Mist! Mikhail, this is bad! Akos, how deep are we? 28,000 pets. We're nearly at the limit already. It's too much! Any more, and we're... We're nearly out of the cloud sea. Just hold on a bit longer. Yeah, but... What about Jin? Are we just gonna abandon him? Well, I mean... Just a little bit more. We're out! Alles klar, Mumie, danke schön für den Lurk. Und guten Start auch dir. Bis dann. Tschüss. This is the land of Moritha. First time I've seen it. Yeah. Would you look at that? It's nothing to shout about. Just a bunch of ruins. Malos? A testament to their hubris. Their hubris? So, humans lived here? Allrest will suffer the same fate. So that's why Jin... Is it really justified? What are you saying? I know why Jin wants to destroy everything. But everything can't mean everything, can it? You're not there yet. That's okay. You'll understand soon enough. Let's cross that bridge when we come to it, huh? Hmm. Mach dir jetzt Gedanken, mach dir jetzt Gedanken. Wechsel die Seite. Idiot! Back to business. Ich gehe mir das ansehen. Ja, und der Titan von Torna scheint Interesse geweckt zu haben. Hm, meines auch. Na gut, kommt, wir gehen mit ihm. Okay. Ganz vergessen, was auszuprobieren, nämlich, ob ich jetzt, theoretisch, Tatsache. Also, nach wie vor, ich kann überall die ganze Zeit hinreisen, ne? Nur, was ihr jetzt mal gesehen habt, ich kann jetzt vom Spiel aus gesehen überall hinreisen. Bringt mir nur wirklich herzlich wenig gerade, weil ich einfach nichts machen kann oder will mit nur ein Drittel der Party, wenn überhaupt. So, aber Söldnertruppe zurück. Ein anmutigen Badeanzug bekommen, sehr schön.
Mithra? I think I understand more. Ich wollte aber eigentlich, dass Florin hier ein bisschen auflevelt. Nichts passiert. Schön. Menschenform, Handwerkstufe 1. Haben wir einmal der Handwerkstufe? Schon wieder so eine Rare Blade Sache. Sortierung. Ne, warte. Sortieren. Minus. Handwerkskunden. Ne, Handwerk. Aber nur Handwerk. Toll, dass es hier nicht mal alphabetisch geordnet ist, das Ganze. Handwerk. Aha. Okay, ist eine ganz normale Sache. Können wir so machen. Ist okay. Ach, warte kurz. Ich glaube, ich habe Bridge schon ausgerüstet, denn offenbar ist Tidos gerade nicht im Team. Okay. Das dazu. Da muss ich gar nichts weitermachen. Dann geht's aber echt ganz schön wenig gut. Ne, nichts, warte, ich wollte Zeltenheit. So. Ab mit dir. Fanpirat! Hallo! Dunkle Grüße und vielen Dank für den Raid! Eine Sekunde mal bitte. Echo, Fanpirat TV. Tada! Na, seid ihr fertig mit dem Among Us geworden? Wer hat gewonnen? Habt ihr Spaß gehabt? Wer war der meiste Verräter? Vini und Simi waren nicht dabei gewesen, das weiß ich, die waren ja im Kino. Ihr habt Spaß gehabt, gut. Und jetzt, doofe Frage am Rande. Wie hieß er? Marv 223 war das, glaube ich, ne? Ist das der Marv von euch? Der Deppel von Abu 226 war es, ja genau. Aber ein Quatsch, ein Abu, der hat mir ein Follow da gelassen, aber ich wusste nicht genau, ob es der Marv ist oder ein Random Marv, der auch Marv heißt. Das, Oh! Danke, danke, danke. Es ist mein Marv. Wusste ich's doch. Gut, okay. Danke für den Follow. Mein YZ1720-1720. Reizt, wenn ich mein sage, wahrscheinlich, oder? Das ist mir erst zu kompliziert, glaube ich. Heute waren wir in öffentlichen Spielen. War lustig, okay. Ja, ich bin der Marv. Alles klar. Gut, da weiß ich Bescheid. Dankeschön. Dankeschön. Florin, bis Jeff. Mine wie die Mine. Ach so. Wie mein Motto. Böse Mine zum guten Spiel. Bist du genau richtig hier, Mine? Perfekt. Das passt. So, mittendrin. Statt nur dabei. Wo muss ich lang? Ach, der Betonsoldatrupp. In Xenoblade Chronicles 2. Und ich überlege gerade. Von wo kamen wir jetzt? Von da kamen wir, oder? Aber ich bin hier nicht lang gelaufen. Irritierend. Wir sind in den letzten Zügen der Story und haben unsere Party verloren und haben jetzt natürlich krampfhaft Probleme, die wir ranzufinden. Schlimme Sache, das. Aber das sollten wir hinkriegen. So. Söldner nach Söldner wieder zurück hier. Wunderbar. Tut er zu. Läuft. 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 Ja, die ganzen Lame Blades hier, komm. Oh, habe ich jetzt noch eine Aufgabe für schwächere Blades, ist die Frage. 30 will ich nicht haben, zwei Stück. Oder? Ah, keine Chance. Ja, die nehme ich jetzt nicht. Wäre geil, jetzt mehr starke Blades zu haben, aber ist nicht der Fall. Hier ist keine Mission übrig. Auch nicht. Da muss ich bald dazu übergehen, tatsächlich. Na, ja, das müsste gehen. Mission zu wiederholen. Das war eigentlich unschön, weil das gibt doch keinen Bonus und dabei, aber. Wenn ich halt trotzdem nichts habe, hilft das ja nicht. Ich muss trotzdem eine Söldner-Mission machen für die Punkte. Das andere wäre Quatsch. Zack. Und nehmen wir noch. Ja, komm, nehmen wir Gorg dazu. So, das soll der Anführer sein. Ausnahmsweise mal Gorg. Ja. Gott, weitermachen. Zack. So. Ich muss trotzdem gucken, was irritierend ist das Ganze. Weil, wie gesagt, wir kamen von irgendwo da hinten. Sind den Weg aber gerade nicht gegangen, deswegen muss ich mal ganz kurz zurück und backtracken. So pseudo-backtracken, weil ich war halt noch nicht. Um das zu testen. Aber ich glaube, hier war leichter Kampf gewesen gegen die vielen Viecher, oder? Er muss ja, da vorne ist der. Ja, da ist der. Okay, okay, okay. Hier war ich schon. Jetzt erkenne ich es wieder. Okay, krass. Gedächtnis ist echt schlecht bei mir. Kurzzeit, das kannst du vergessen. Voll in die Tonne treten. Aber gut.
Hier scheint ein Nebenraum zu sein. Ah. Ehrlich jetzt. Ehrlich jetzt. Ich wollte rein. Ich dachte, ich spiele vielleicht eine halbe Stunde, wenn es hochkommt. Und ich habe eine Party wieder zusammen. Ich spiele schon, glaube ich, eine Stunde. Und ich bin nur mit Jin und Rex unterwegs. Es ist zum Kotzen. Ich will meine Leute haben. Ey, 5 Sonntage gefühlt haben wir jetzt ohne Pyra Mythra spielen müssen. Und jetzt ist die Party... Die sind zurück an die Party nicht. Mann, Mann, Mann. Oha, wer sind die? Was ist hier passiert, Strumi? Ja, gute Frage. Dunkle Grüße, willkommen hier. Hier ist eine Menge passiert. Wir sind unter dem Wolkenmeer. Nach dem letzten Kampf gegen Jin und Malos sind Jin und wir runtergefallen unter das Wolkenmeer und offenbar an der alten Stadt von Morifa aufgewacht, die offenbar die Ruinen der Welt sind, bevor alles hier in die Wolkenlandschaft abgehoben ist. Quasi die erste gescheiterte menschliche Zivilisation hier im Planeten, auf dem Planeten von Alrest. Und jetzt müssen wir wieder rausfinden. Und unsere Party wiederfinden vor allem. Und Jin ist dabei. Bei uns. Zwangsbündnis. Aber ein gutes, weil er ist mega geil. Ist halt Jin. Er ist mega. Netter Ausblick gerade. Vielen Dank, Mithra. Nein, mal Windstoß, bitte. Aber es ist so blöd, dass Jin keine Chance hat, hier mit Ahn einen Spezialangriff zu machen, weil er ja jetzt eigentlich auch ein Blade ist. Müsste das doch machen können, oder was? Aber ist nicht. Schade eigentlich. Generell muss ich gleich nochmal gucken, ob ich im Menü irgendwie was bei ihm ausrüsten oder verbessern kann. Zack. Aua. Zack. Zack. Da schwankt er wieder. Gut, oh, sehr schön. Mir fehlt noch die Chance, ihn nach oben zu steuern. Scheiße. Stimmt. Rex hat ja jetzt auch gar nicht Dings dabei. Tilos, der normalerweise dann steuern würde. Hm. Naja. Passiert. Stirb, du Buldu. Zack, Bomb. Zack. Trotz ohne Blades ist einfach Jin einfach ein mega geiler Charakter. Einfach mega geil. Ich kann nichts machen mit ihm, leider. Überhaupt nichts. Aber ich glaube, ich wechsle mal zu Rex, nur um zu sehen, ob ich dann vielleicht mit ihm doch eine Kettenangriff wenigstens machen kann. Oh, muss ich jetzt hier lang oder kann ich hier lang, ist die Frage. Zumindest kann ich hier lang, offensichtlich. Moins! Ach du Kacke. Das hier scheint optional zu sein. Elektroelement 9, WTF. Das habe ich ja noch in 10 Jahren nicht. Ah. Da muss ich doch hier weitergehen. Okay. Beachtet mich gar nicht. Okay, gut. Oh nö. Der will was von mir. Ha, ausgewichen. Macht halt nur bedingt Spaß mit, so wenn ich gerade hier hinten. Oh, er hat zurückgelaufen. Gegen Typen zu kämpfen. Wow. Ignorieren wir alle? Ah, wow. Kämpfen dann so abartig lange mit bis 2 Leuten, dann auch ohne Blades. Das ist einfach doof. Ich will meine Party wieder haben und zwar heute noch. Deswegen glaube ich jetzt einfach durch. Das ist mir egal, komm. Autsch! Fällt doch nicht. Wurde von Luft getroffen, leider. Au, nein! Ah, fuck. Nein! Jin, beleb mich! Ey, ich hab noch 2 Balken gehabt. Hätte ich eigentlich wiederbeleben können. Mann. Also, wo bin ich? Bin am anderen Ende der Welt aufgewacht, scheiße. Okay, cool. Gar kein Problem. Alles easy. Fuck. Du bist mir schuld daran, dass ich Geld für einen Switch-Spiel geben werde. Stromi! Du willst die Xenoblade Chronicles 2 holen? Ich bin begeistert. Ich bin begeistert, tatsächlich. Das freut mich total. Da schäme ich mich auch nicht oder so. Nein, das finde ich super. Das ist ohne Witz geil. Dann bist du Nummer 3 von denen ich weiß, dass sie sich wegen meines Let's Plays Xenoblade holen. Kumi hat es ja bereits allein geholt. Dingens,
Nukachi hat sich Teil 2 geholt, jetzt bist du auch, wenn er sich Teil 2 holen will. Das finde ich ja mega. Finde ich mega. Ach, verdammt. Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Ach, kacke. War ich zu voreilig. Komm, kämpfen, was soll's. Warte, 3 Hopes war das, der Warriors-Teil, ne? Nicht 3 Houses war genau das Originalspiel. Ist auch ein gutes Spiel. Ist auch gut. Szene habe ich mehr gefreut, aber ist okay. Ah, wieso ist die Frage? Ich habe das doch gar nicht gespielt. Wie kommst du da drauf? Ich weiß, ihr habt davon gesprochen, aber das war auch schon alles gewesen. Er hat das halt im eShop gesehen und gerade den Review... Ach, meine Review unter anderem gelesen. Guck er da an. Dann ist es doch wieder geil. Dann freut mich das wieder sehr. Aber bedenkt dabei, es ist wirklich ein Warriors-Game. Also, wenn du Warriors-Spiele kennst, es ist da wirklich viel Grinding und so weiter und so fort. Aber ich fand's mega gut. Nicht umsonst ist meine Review mit entsprechend vielen Punkten bewertet worden am Ende. Und es war echt eine coole Ergänzung zur eigenen Story, muss man dazu auch sagen. Es war halt eine alternative Story dazu. War schon geil. Also, ich meine, man macht nichts verkehrt mit dem Warriors-Teil von Fire Emblem. Dem zweiten. Den ersten war ja nicht so geil, ehrlich gesagt. Gab ja einen zweiten, der hieß ja Fire Emblem Warriors, glaube ich. Aber nur Fire Emblem Warriors hieß er genau. Den fand ich nicht so gut. Aber diesen hier fand ich halt mega. Ach verdammt, ich bin festgefahren. Autsch. Mehr Konter mit Edelgard, Strom hier an Bord. Sehr gut. Und ich muss sogar sagen, ohne spoilern zu wollen, das ist ja nicht, das ist bloß meine Meinung. Ich fand tatsächlich das Ende von Three Hopes. Ich weiß gar nicht, ob es auch mehrere Endings gab oder nur eins. Aber ich fand das Ende tatsächlich besser als die Endings von dem Originalspiel. Da gab es so spezielle Sequenzen gegen Ende des Spiels, die waren richtig, richtig gut und die haben mir Dinge gegeben, die mir das Hauptspiel nicht geben konnte. Das fand ich richtig geil. Aber was das angeht, gönnen die auf jeden Fall. Gönnen die auf jeden Fall. Das lohnt sich, denke ich. Das war schon cool. Nein! Nein! Ach, komm schon! Und nochmal neu starten. Von ganz hinten. Oh, Leute, ehrlich. Von wenn ich tot bin, dann werden alle Gegner respawned. Oh. Man soll in diesem Spiel nicht auf solchen Klippen, Brücken, irgendwas kämpfen. Das weiß man doch eigentlich. Rückstoß und du bist runter und tot. Dreckiger Mist, ey. Das soll ich mir durchrushen. Meine Charaktere zurückhaben, verdammt. Fällt auf uns mehr Chars. Die machen es einem gerade nicht leicht an dieser Stelle des Spiels, ganz ehrlich. Und da kommt er gelaufen, natürlich. Ignorieren. Ach, verdammt. Schneller, 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 schneller. Kommt nichts rechts, welche natürlich. Wissen wir schon. Darf ich nur nicht erwischen lassen? Gott, alle weg. Kommen Sie hier. Dürfen mich nur nicht treffen. Dürfen nur nicht treffen. Dürfen nur nicht treffen. Dammit, steh auf, Rex. Steh auf. Steh schnell auf. Lauf. Komm schon, Wegpunkt. Ja. Oh, meine Fresse. Geschafft soweit. Ich will meine Charaktere zurückhaben. Los geht's. It's scorched here and there. Traces of the Aegis's battle, I reckon. Must have been some battle. What's... The Tornan Titan's Matrix. Even in old Torna, few people knew this place existed. I can scarcely believe it myself. Matrix? Like a womb? These are... blades. But they look quite a lot like Titan, too. These are blades that perished in the process of becoming Titans.
Titans grow core crystals within their bodies. I believe you've seen this once before. Ah ja, ich erinnere. Ich erinnere. Blades. They aren't truly immortal. They are born from Titans. And when their fire burns out, they return to the Titan that bore them. Eventually, the blades that return transform into Titans themselves. Das heißt, Grams auch ein Blade. Can that be true? We'll end up like that eventually? Mithra? Yes. It's true. The new Titan has no memory of its life as a blade. Just like returning to a core. These poor souls. They died along with their mother. Shared her fate. Tja. Mensch, 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 Mensch. Also war Grams echt mal Titan gewesen. Ja, ich weiß, das mit der Batterie. Vielen Dank. Noch geht's, noch tausche ich nicht. Ich will doch bloß meine Party zurückhaben, verdammt. Komm out, komm out. Gib meine Party. Übrigens, ich kann auch, wenn ich Rex steuere, keine Kettenangriffe auslösen. Das ist gerade mir völlig verwehrt, tatsächlich. Echt beknackt. So, schön umschippern alles. Ich muss jetzt auch nicht... Wow. Verdammt. Ah, muss ich darauf? Ich glaube schon. Hilfe. Nein. Lasst mich in Ruhe. Nein! Geschafft. Come out, come out. Mann, ey. Sind doch penetrant allesamt hier. Ich will doch nur meine Party zurückhaben. Oh, da war ich schnell genug. Gut. Rauf oder runter? Geradeaus, meine ich. Geht's da auch weiter? Nee, ich glaube. Ich muss rauf und da von oben. Okay, ich sehe schon. Ups, Samus! Okay, Samus! Oh, doch nicht Samus. Autsch. Ja. Samus hätte mir bestimmt helfen können, aber es war nicht Samus. Hab mich scheinbar getäuscht. Das sieht doch so aus, wenn ich von hier nicht... Muss ich jetzt hier jump'n'run-mäßig rüberspringen? Ach du Kacke. Gut, der ignoriert mich. Doch, ich muss wohl. Ich muss hier eindeutig hier rauf und ich komme von unten nicht daran. Da ist ein Boss. Ja, es war die richtige Entscheidung. Oh, da ist ein Schatz. Scheiße. Ich muss hier mal durchlaufen irgendwann mit voller Party. Jetzt ist es aber einfach Käse. Einfach Käse. Das mag ich jetzt nicht. Warte. Party zurück. Party. Gib mir meine Party. Bitte. So Blades are born from Crystals and Titans from Blades. The Titan, in turn, nurtures life. And someday, births new core crystals. Right. That's the life cycle of a blade. It is the way that the architect ordained for the world. Old Torna worshipped this cycle. In Old Torna, we revered the Titans, feared them. It was the sacred foundation of Torna. A nation where humans and blades lived in harmony. But humans couldn't live like that. The battle with Malos marked the end. It wasn't long after you and Adam left Torna. He did it. That worm Amalthus. Amalthus. The Praetor. What did he do? The one who really destroyed this place, it wasn't the Aegis. It was him. Das ist auch schon so scheiß alt, wa? Huh? Krass. Wie lange ist das hier? 500 Jahre oder 200? Was wurde gesagt? Ich hab's vergessen. Eine Menge Jahre auf jeden Fall.
Matschepampe. Laura! Them. They must be somewhere nearby. Laura. Don't worry. If I die, you'll just go to sleep. Someone will find you, reawaken you. Someday, for us humans, being forgotten is a much worse fate than death. We struggle so hard to make our mark on the world. Laura! When you awaken, to you, it'll be like I never even existed. The thought of you forgetting me, it's like one heart is being ripped in two. I won't forget you. I refuse to forget you. How could I ever? I thought I was ready for this. But now the time has come. I'm hopeless. I'm so sorry to do this to you. There is one way. One final chance. A way that we can be together. Ja, ja, theatralisch, dramatisch, deprimierend. So werden wahre Helden geschaffen. Oder Bösewichte. I ate her. Ja, Überraschung, er ist ein Flesh Eater, das wussten wir doch alles schon. Maybe we shouldn't have left. I never knew. Amalthus was afraid of the Aegis's power. After Malus was defeated, he tried to wipe them out. The remnants of Torna were annihilated in the attempt. But you'd already vanished by then. So we were slaughtered. For nothing. Oh. No, even if he wasn't trying to get you, Amalthus, the humans, would have done what they always do. We're the architect's children. We turn into titans, the ground beneath their feet. But they feared us. So that's the reason he attacked you.
To save the world? No. His real desire for Elysium is his desire for the Architect's power. Amalthus wants to use it to wipe out Blades and Titans. So that's why he was taking care of Rex and the Aegis. Even so, even if that's true, you lot and Amalthus, you're the same. Huh. Didn't you say you wanted to destroy the world? Take out the Architect himself? I did say that. You know, I'm not so sure. What? I don't buy it. I can't believe that's what you're really trying to do here. Why do you say that? Haven't we... I could tell when we were fighting. I saw it in your eyes. The sadness. It was the look of someone who just wanted to die. Someone with no other way out. You know, it was the way Pyra looked the first time we met. Tja, erwischt. You don't know what you're talking about. Keep your stupid comments to yourself. You better believe we'll do it. We will destroy the one responsible for this world. And we will destroy all the humans who lived by his mercy. We are sick of being used as tools by humans. Well then, there's only one thing to do. Hey. Ja, kurz davor ihn zu knacken, würde ich sagen. Ach du Scheiße. What's that? They're not really alive. Just autonomous cybernetic organisms. Ja. Their central control is gone. Das sind Borg. Komm mir klar. These guys. Poppy. Testaments to human hubris. Now do you see? Nicht wirklich. Ja, so kurz davor ihn zu knacken. So kurz davor. So, liebe Leute. Ich mache ein kurzes Päuschen, weil die Chance ist gerade gut, die Zeit ist auch gerade perfekt. Ganz kurzes Päuschen, dann geht's mit dem Kampf weiter. Und mal schauen, ob wir es heute noch schaffen, unsere Party zurückzubekommen. Ich hoffe doch mal. Also, bis gleich. Kurze Pause, wir sehen uns.